Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bei den Qira'at al-Mutawatira, den viellinig tradierten Überlieferungen des Korans oder Lesensformen des Korans, gibt es einige Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit diese Überlieferung oder diese Lesensart al-Qira'a auch akzeptabel ist. Unter anderem zum Beispiel, dass sie durch verlässliche, vertrauenswürdige Tradenten überliefert wird und dass sie beispielsweise auch der arabischen Sprache mit den arabischen Sprachgesetzen nicht in Konflikt steht und ebenfalls Muwafaqatu ar-Rasm al-Uthmani, das heißt, dass die Leseart in Einklang gebracht werden kann mit dem Rasm von Uthman, also dem originellen Mushaf. Und mit dem Rasm ist das Wortskelett gemeint. Das heißt, dass die verschiedenen Qira'at, auch wenn sie verschieden sind, sich aber alle in dem Wortskelett wieder bündeln und treffen müssen. Und hierzu hat jemand eine Frage gestellt über die Aussage Allah Ta'alas, Ya ayyuhalladhina amanu, idha darabtum fil ardi, فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. Hier dieses Wort فتبينوا, also der Vers bedeutet so viel wie, o ihr Gläubigen, wenn ihr auf dem Weg Allahs ausbrecht oder wenn ihr auf der Erde herumreist, dann sagt فتبينوا. فتبينوا bedeutet so viel wie überprüft, vergewissert euch und sagt nicht zu jemandem, der sich als Muslim bekennender oder Islam bekennender äußert, oder also was der Vers genau bedeutet, das kann man interpretieren, sagt nicht zu ihm, du bist kein Mu'min. Hier stellt sich die Frage, das Wort Fatabayyanu wurde in einer anderen Qira'a als Fatathabbatu gelesen. Und man kann ja raushören, dass das ganz verschiedene Buchstaben, Verben sind. Das sind ganz unterschiedliche Wortstämme. Das heißt, das eine Verb stammt aus einem ganz anderen, Ursprung. Die Radikale sind unterschiedlich. Also inwiefern ist das jetzt noch eine Übereinstimmung mit dem osmanischen Rassen, mit dem Wortskelett des osmanischen Rassen? Und es ist eigentlich ganz einfach, das festzustellen. Es geht nämlich nicht um die Punktierung. Man muss ja wissen, dass die Punktierung erst später hinzugekommen ist, genauso wie die Vokalisierung. Das heißt, wir haben jetzt hier das Wort, ich schreibe das hier auf, Fatabayyanu. So, Fatabayyanu. Lassen wir mal die Punkte weg. Wir streichen diese Punkte mal alle durch. Die weg, das auch weg, das auch weg. Und jetzt können wir die Punkte von dem zweiten Wort hinzufügen. Und das Wort Skelett, das ist also eben einfach dieses, das sind diese Linien hier. Das ist das Wort Skelett. Jetzt können wir einfach die Punktierung hinzufügen für das Wort فَتَثَبَّتُوا, und wir sehen, es passt immer noch. Hier das Tha, hier das Ba und hier wieder die zwei Punkte für das Tha. Jetzt haben wir فَتَثَبَّتُوا und an dem Wortskelett haben wir nichts verändert. Das ist damit gemeint, mit der Bedingung, die sie als مُوَافَقَةُ الرَّسْمِ الْعُثْمَانِ bezeichnen.